Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play. Eine Premiere auf diesem Kanal, nicht nur, weil es L17 ist, die allererste Folge, nein. Es ist eine Premiere auf ganz YouTube. Es ist eine Premiere von L17. Sie sind wieder da bei L17, nur hier, nur auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu LJ17 mit dem Stanley Cup Finale. Die Kassel Huskies gegen die Adler Mannheim. Und das ist, glaube ich, eine absolute Premiere. Die gibt es eigentlich nicht bei LJ17. Aber ich habe sie extra für euch erstellt. Für meine Zuschauer und für alle Kassel Husky-Fans. Und ja, den Krimskrams jetzt überspringe ich mal. Und wir sehen uns gleich. Wenn ihr miterlebt, wie die Kassel Huskies Stanley Cup-Sieger gegen die Adler Mannheim werden in der Eissporthalle in Kassel. Viel Spaß. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen aus der Eissporthalle hier in Kassel. Ja, man sieht schon die ersten Bilder. Markus Keller im Tor der Huskies im alles, vielleicht alles entscheidenden Finalspiel zwischen den Kassel Huskies und den Adler Mannheim. Die Adler Mannheim geht hier sogar als Außenseiter in die Partie, da die Huskies nicht nur 3-0 in der Serie führen, nein, sie haben unglaubliche dreimal Kantersiege eingefahren. Aber jedes Spiel geht von 0 los, wie auch dieses. Brandon Pinn ist am Bullypunkt und die Huskies gehen ins möglicherweise alles entscheidende Finale. Und da kommt der erste Schuss von Bojaschinow. Ich habe wirklich 3 Tage dran gesessen, jeden Spieler zu erstellen. 2 Spieler habe ich bis jetzt noch nicht geschafft zu erstellen. Das sind Phil Hungerecker und Philipp Schlager. Aber ich saß 3 Tage, saß ich dran, die Trikots zu erstellen, die Spieler zu erstellen. Und jetzt gibt es sie. Und Brandon Pinn macht das allererste letzte LJ17-Tor und das allererste Tor. Sie hat sie vor laufender Let's Play-Kamera. Brandon Pym also und Eva Lilikoinen mit dem Assist. Ja, ich habe wirklich jeden einzelnen Spieler getreu mit Gewicht, Größe, alles nachgestellt und versucht auch mit den Gesichtern ungefähr nachzustellen. Und Austin Weitz ist mit dem 2-0 hier gegen die Adler Mannheim nach noch nicht mal 5 Minuten führen. Die Adler sind also schon 2-0. Austin Weitschütz, das Unterzahlmonster der Huskies. Und auch hier am Bullpen Toni Ritter. Das ist also die zweite Sturmreihe. Austin Weitschütz, Toni Ritter, Jack Downing, erste Sturmreihe. Jetzt gibt es eine Strafe gegen die Huskies. Erste Sturmreihe hat man schon eben gesehen. Bojaschinow, Pim und Manuel Klinge, der Kapitän der Huskies. Säfte bekommt hier 2 Minuten. Ja, die Unterzahl. Erste Reihe ist Downing, Jack Downing und Toni Ritter. Toni Ritter gewinnt dieses Bulli. Und Jack Downing, der Mann mit dem Hammer-Schlagschuss, läuft jetzt nach vorne. Trifft leider nicht. Oh, dann legen ihn sich die Mannheimer beinahe selbst ins Tor. Und die zweite Unterzahlreihe. Brandon Pym und Michi Grist. Michi, der ja jetzt diese Woche sein 400. Eishockeyspiel für die Huskies gemacht hat. Jetzt wieder hier am Puck. Der Kasseler Junge macht hier das 3-0 für die Huskies. 3-0 nach 8 Minuten für die Huskies gegen die Adler Mannheim. Man hört schon im Hintergrund, die Tormusik ist jetzt nicht Rambling Ding Dong, aber das Lied, was immer am Ende, wenn ein Sieg eingefahren wurde, kommt. Das Lied kommt hier auch drauf. Und das habe ich also als Torlied eingestellt. Und jetzt Thomas Merl läuft einmal durch. Oh, läuft wunderbar durch und schießt am Tor vorbei. Hätte aber das etwas richtig ein ausgesehen, wenn der aufs Tor gekommen wäre. Thomas Merl kämpft, kriegt den Puck aber nicht. Marco Müller. Oh, schön gemacht von Merl. Wunderschönes
Torraumduell. Wunderschön gewonnen. Und Thomas Merl trifft nicht. Die Kanusch. Ja, erst kürzlich so ein Hassgut gewechselt von den Krefeld Penguinen. Gewinnt den Zweikampf aber nicht. Martin Müller auf Thomas Merl. Lässt sie. Und jetzt Michi Christ. Läuft nach vorne. Macht er das Tor? Nee, ihm wird der Puck abgenommen. Noch 5 Minuten im ersten Drittel. Und jetzt Michi Christ. Michi läuft durch. Oh, der geht leider nicht rein. Schade. Florian Seftel. Michi Christ. Und oh, ihm wird der Puck abgenommen. Und jetzt die Huskies mit wunderschönen Check. Carter Proft, die Kampfmaschine der Huskies, jetzt im Puckbesitz. Carter Proft trifft leider nicht. Jens Milieu kommt auch nicht dran. Nee, Downing ist es gewesen, Entschuldigung. Und Alex Heinrich mit dem letzten Check in diesem Drittel. Und das war's mit dem ersten Drittel zwischen den Kassel Huskies und den Adler Mannheim. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im zweiten Drittel wieder. Und damit herzlich willkommen zurück in der Eisporthalle in Kassel. Zwischen letzten Finalspiel zwischen den Kassel Huskies und den Adler Mannheim. Und jetzt die Mannheimer mit dem Bulli gewinnen. Adler Mannheim gegen Kassel Huskies. Oh! 3-1. Anschlusstreffer von den Mannheimern. Nee, das Duell Kassel gegen Mannheim gab es ja für alle eingefleischten Husky-Fans. Sie wissen es ja. Am Anfang ist es wirklich als Freundschaftsspiel der Eisportale Kassel, dass die Huskies nach regulärer Spielzeit gewannen. An dem Tag gab es eine Übung für Verlängerung und Wiedereinschießen. Die Verlängerung gewann dann die Adler aus Mannheim. Und das Wiedereinschießen gewann wiederum die Huskies. Und ja. Also dieses Duell, das gab es wirklich. Und ja, jetzt gibt es das als Stanley Cup Finale. Na gut, als Stanley Cup Finale wird es das glaube ich nicht geben. Das ist jetzt nur hier möglich. Aber trotzdem, schöne Idee, dass man wenigstens auch hier auf solche Vereine zumindest in der virtuellen Welt die Chance haben, den Stanley Cup zu gewinnen. Markus Keller ist zur Stelle. Die Krake Keller, wie er genannt wird in Kassel, ist auch hier wieder zur Stelle. Und ja, hat bis jetzt nur ein Gegentor bekommen. Der ist etwas gegenüber, hat schon 3 Gegner bekommen. Und das Spiel ist noch nicht vorbei. Beide können jetzt Gegentore noch bekommen. Und jetzt, also die Mannheimer wollen hier kämpfen. Sie wollen sich nicht kampflos aufgeben. Aber die Huskies machen das souverän. Von jetzt verlieren wir den Puck, aber Toni Ritter holt, kämpft sich wunderschön durch. Toni Ritter schießt leider vorbei. Freddy Freul auf McMurphy. Und jetzt Jens Milieu. Letztes Jahr noch bei den Huskies gewesen. Dann zum Nürnberger gewechselt, dort sind 2 oder 3 Spiele absolviert, wurde ein Kölner Lizenzpartner aus Bayreuth abgegeben. Die haben ihn wiederum in die dritte Liga abgegeben. Und das, da hat er sich so unwohl gefühlt. Da ist er jetzt vor 2 Monaten war es, glaube ich, so nach Huskies zurückgegangen. Und da ist es 4-1 für die Kassel Huskies durch Carter Proft, die Kampfmaschine der Kassel Huskies. Er macht hier das 4-1. Und wunderschön war der im Winkel reingesetzt. Und Martin Müller auf Steve Hanusch. Oh, schlecht gemacht von Hanusch. Und jetzt Thomas Merl.
auf Stefanos. Wunderschön, mach das. Oh, läuft da wunderschön durch. Ah, schade. Fyodor Boyashinov trifft nicht. Vitali Hekoin trifft auch nicht. Und das war's mit diesem zweiten Drittel. Und wir sehen uns gleich im letzten Drittel wieder. Wenn es hier ins letzte Drittel des Finales zwischen den Kassaskis und den Adler Mannheim in der Eisbetalkasse geht. Bis gleich. Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier in der Eisportale in Kassel. Werden die Huskies jetzt Stanley Cup-Sieger? Oder geht es in ein nächstes Spiel? Wir hoffen natürlich, dass die Huskies das über die Zeit bringen und Brandon Pym direkt nach einer halben Minute mit dem 5:1 der Kanadier mit der Nummer 64 bei den Huskies macht hier das 5:1 und bringt die Wahlheimer dazu, dass sie Dennis Edras gegen Juri Zipfhaus wechseln. Also Brandon Pym mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel. Brandon Pym läuft jetzt über die Außen. Das macht er wunderbar. Der Stürmer der Huskies und Manu Klinge hier beinahe mit dem 6:1. Aber trifft er dazwischen. Und jetzt die Mannheimer mit Hade. Boyashinov erobert sich wunderschön den Puck. Und es gibt jetzt Strafe gegen die Mannheimer. Überzahl gegen, für die Huskies. Entschuldigung, für die Huskies. Thomas Merl. Das macht ein, du erkennst sie da. Jetzt hat er sich nicht geholt. So, er trifft hier gegen die Maske von Zipfer. Und Drew McKenzie jetzt. Und jetzt Drew McKenzie läuft einmal durch. Zack. Wird leider weggecheckt. Michi Christ kriegt den Punkt nicht. Und Dorian Seftel. Auf Thomas Mehr, der auf Michi Christ. Wunderschöner Pass. Oh, und schade. Michi macht ihn nicht rein. Und Evelyn Lincoln. Wunderschöner Check. Alex Heinrich. Auf Thomas Merl. Oh, Thomas Merl setzt sich da wunderbar durch. Wird aber auch da leider wieder weggecheckt. Ja, Kassaskis gegen Mannheim. Muss ein bisschen noch auszuführen. Ist ja noch an zweiter Stelle noch ein interessantes Duell, weil es ist nicht nur das Finale aus im Jahre, wenn ich mich nicht irre, 1997 war es, glaube ich. Nein, die Kassaskis und die Adler Mannheim sind Förderlizenzpartner. Der DL2 für alle, die sich nicht mit Eishockey auskennen, aber die eingefleischten Husky-Fans unter euch, die wissen das ja. Und Markus Geller ist wieder zur Stelle. Und jetzt Esa Lehikoinen. Der Finne schießt, der geht aber leider nicht rein. Zifter ist zur Stelle. Und Jack Downing, der Kanadier, mit dem 6:1 für die Kassaskis. Auch er darf sich in die Torschützenliste eintragen. Er ist wieder die erste Angriffsreihe auf dem Feld mit Pym, Klinge, Boyashinov, Nikolai Gotsch. Der Verteidigung jetzt Matthias und Marco Müller. Müller-Reihe also. Boyashinov jetzt. Auf Manuel Klinge. Oh, der wird leider weggecheckt und somit kann er nicht richtig an den Puck kommen. Und jetzt Brandon Pym. Oh, läuft wunderbar durch. Aber auch ihm wird der Puck abgenommen. Und es läuft die letzte Minute. Sieht so aus, als ob die Huskies hier den Stanley Cup gewinnen. Es ist unglaublich. Kassel, die Kassel Huskies gewinnen gegen die Adler Mannheim den Stanley Cup. Aber die Mannheimer, die machen hier trotzdem noch mal einen Ehrentreffer. Kann man jetzt so praktisch sagen. 2:6 durch Thales. Ergebnis Kosmetik von den Adlern.
So, und jetzt Milieu läuft nochmal durch. Macht er ihn vielleicht auch nochmal rein. Und schön gemacht von Michi. Carter Proft läuft durch, schade. Richmond, King. In 20 Sekunden fliegen die Handschuhe. Dann sind die Husky Stanley Cup Sieger. Und jetzt Mieux setzt nochmal den Schlusspunkt. Der Kassler mit der Nummer 70 schießt das 7:2 für die Husky. Den ersten Treffer im heutigen Spiel. Keller, der Vorbereiter. Oh, schade. Und das war's. Noch nicht. 0,2 Sekunden sind noch auf der Uhr. Dann sind die Husky Stanley Cup Sieger. Die Husky Bank freut sich schon. Ja. Und damit sind die Kassel Husky Stanley Cup Sieger. Da sehen wir die Reihe durchlaufen. Manu Klinge aus dem Whitehouse Kalender. Hier Markus Keller. Brandon Pimp wird zum Spieler der Playoffs gewählt. Der Mann, der heute Abend 2 Tore geschossen hat. Und jetzt kommt er, der Stanley Cup Pokal. In die Hände vom Kapitän. Der Huskies. Manu Klinge. Ich singe jetzt mal das berühmt-berüchtigte Lied, was es für ihn gibt. Nicht, weil ich nicht gut im Singen bin. Aber die Husky-Fans wissen, welches Lied ich meine. Und da hebt er jetzt also den Stanley Cup in die Höhe. Unglaublich. Die Kassel Huskies sind Stanley Cup Sieger. Carter Proft hier hält jetzt den Pokal in die Höhe. Das ist Jens Milieu, der Mann, der das 7:2 geschossen hat. Krake Keller darf den Pokal natürlich auch hochhalten. Und hier sehen wir nochmal zum Abschluss die Mannschaft der Huskies. Und ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal uns im nächsten Jahr dann sehen mit den Kassel Huskies. Bis dahin, ciao, ciao und einen guten Rutsch euch. Und bis nächstes Jahr. Auf Wiedersehen.